Liebe Brüder und Schwestern, auch ich verurteile dich nicht, spricht Jesus. Aber er fügt hinzu, von jetzt an sündige nicht mehr. Dieses Wort gilt letztlich für jeden Menschen. Wir alle sündigen irgendwie, auf irgendeine Weise, immer wieder. Wir sind schwache Menschen. Wir sind von der Sünde, von Erbschuld geprägt. Wir haben oft nicht diese Kraft, unsere guten Vorsätze zu verwirklichen. Oft verstricken wir uns in falsche, sündhafte Handlungen, Gedanken. Und Jesus spricht, ich verurteile dich nicht, weil ich die Barmherzigkeit bin. Ja, Jesus ist die Barmherzigkeit, die sichtbare Barmherzigkeit Gottes. Aber das bedeutet nicht, dass es egal ist, wie wir leben, was wir tun, ob wir sündigen oder nicht, ob wir uns für das Gute, für das Richtige, für unser Gewissen, für unsere Gewissenhaftigkeit, für die Wahrhaftigkeit entscheiden oder nicht, weil Gott ist ja so barmherzig, er vergibt ja alles. Das kann auch ein Irrweg sein, kann eine gefährliche Falle werden, wenn man damit rechnet, ja Gott ist so barmherzig, ich kann ja machen, was ich will. Viele denken heutzutage so und kümmern sich nicht mehr um die Gebote Gottes, kümmern sich nicht mehr um Gott, um das, was er sagt. Ja, Gott ist barmherzig und er vergibt. Wenn wir ehrlichen Herzens zu ihm kommen, wenn wir bereit sind, umzukehren, wenn wir guten Willen haben, das, was Gott sagt, was uns aufgetragen ist, zu verwirklichen, auch wenn wir vieles nicht schaffen. Es kommt letztlich immer auf den guten Willen drauf an, auf die Ehrlichkeit. Gott sieht das Herz des Menschen, er durchschaut alles und er weiß, ob der Mensch wirklich ehrlich ist, ob er mit offenem, ehrlichen Herzen zu ihm kommt oder ob er hinterhältig und berechnend ist. Ja, hinterhältig sind auch die Pharisäer, die Schriftgelehrten. Auch sie kommen nicht ehrlich, mit ehrlichem Herzen zu Jesus. Sie versuchen ihm eine Falle zu stellen. Ja, sie kommen mit einer Frage zu ihm, aber nicht, weil sie die Wahrheit suchen, nicht, weil sie das Recht verwirklichen wollen, sondern weil sie, wie wir aus dem Evangelium hören, einen Grund suchen, Jesus anzuklagen, ihn zu beseitigen. Er ist ihnen ein Dorn im Auge. Sie möchten ihn zum Schweigen bringen. Sie ertragen ihn nicht, sein Wort, weil sein Leben so sehr ihrem eigenen Leben widerspricht. Es heißt ja schon in der Schrift, ja, dieser Gerechte, er ist den Ungerechten, den Frevlern ein Vorwurf. Schon sein Anblick ist ihnen lästig. Und dennoch, Jesus, er durchschaut auch sie, diese Schriftgelehrten, und er spricht ein Wort, mit dem sie gewiss nicht gerechnet haben. Und einer nach dem anderen geht weg. Ja, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein, sagt Jesus. Und wer ist schon ohne Sünde? Wer hat das Recht, andere zu verurteilen? Niemand, nur Gott allein. Ja, die Sünde, die sollen wir verurteilen, die sollen wir von uns weisen. Aber nicht den Sünder. Ja, Gott, er verabscheut, er hasst die Sünde, weil sie den Menschen zerstört, ihn unglücklich macht und ihm letztlich das ewige Glück, die ewige Seligkeit raubt. Aber Gott liebt den Sünder, er liebt jeden Menschen, ohne Ausnahme, ganz gleich, ob er jetzt ein Heiliger oder ein großer Sünder ist. Ich denke, es ist wichtig, dass wir das immer wieder neu
uns vor Augen führen, daran denken, das unterscheiden, dass wir zwar die Sünde meiden, verurteilen, ja verabscheuen, aber den Sünder lieben sollen. Wir sollen einander lieben, so sagt Jesus, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Gott schenkt Vergebung, er schenkt Erbarmen. Er schenkt neu seinen Heiligen Geist, der die Wüste unseres Lebens durchströmt mit lebendigem Wasser, wie es in der ersten Lesung geheißen hat, der einen Weg anlegt, wo wir keinen Weg mehr sehen, wo wir in die Irre gegangen sind, dort, wo unsere Seele ausgetrocknet ist von der Gottlosigkeit, von den Götzen, denen wir sehr oft erliegen, da schenkt er neu Leben, Heil. Ja, das war das Wasser des Lebens, den Heiligen Geist, der auch im Bild des Wassers immer wieder in der Schrift dargestellt wird. Damit das trockene Land zu blühen beginnt, so wie jetzt draußen in der Natur, gerade jetzt, wo es geregnet hat, auf einmal alles aufsprießt, alles aufblüht. Es ist ja wunderbar, wenn man das beobachtet. Welche Wunder sich da tagtäglich vor unseren Augen vollziehen, und viele Menschen sehen das nicht. Jede Blume, jeder Grashalm, der da aufsprießt, ist ein Wunder der Liebe Gottes. Wenn man draußen im Hof den Kastanienbaum betrachtet, wie sich diese kleinen Knospen auf einmal öffnen, wie sie immer größer werden, was sich da herausbildet, was sich da für Blätter entfalten aus diesem kleinen, engen Raum sozusagen. Es ist, ich staune immer wieder darüber, wie wunderbar Gott die Schöpfung gemacht hat. Ja, wunderbar ist Gott in seiner Schöpfung, wunderbar ist er im Werk der Erlösung, in seinem Sohn Jesus, durch seine rettende Macht, durch sein Erbarmen, das sich offenbart in seinem Sohn, der für uns Leiden, Kreuz und Tod auf sich nimmt, um uns neu die Augen zu öffnen für die Liebe Gottes, um unser Herz zu berühren, dass wir die nichtigen Götzen beiseite lassen und Gott in unserem Leben wirklich Gott sein lassen, dass wir erkennen, was wirklich Wert und Bestand hat für uns. Der Apostel Paulus, er hat das erfahren. Er ist ja so ein Beispiel für die Barmherzigkeit Gottes. Dieser wutentbrannte Christenverfolger, auf einmal wird er getroffen von der Gnade Gottes, von diesem Lichtstrahl des Herrn sozusagen auf dem Weg nach Damaskus. Und aus diesem Christushasser, Christenhasser, wird auf einmal ein Christuskünder. Aus diesem Blinden wird ein Sehender, aus diesem Christusfeind wird ein Liebender. Ja, mit welch brennender Liebe liebte der Apostel Paulus Christus. Das bezeugt er auch in seinen Schriften, wenn wir diese Lesung betrachten. Ja, ich vergesse das, was hinter mir ist, sagt er. Ich jage nach dem Siegespreis der himmlischen Berufung. Ich erachte alles, was ich vorher gekannt, geliebt habe, für Unrat, für wertlos, weil ich Christus gefunden habe, weil ich zum Glauben an Jesus gekommen bin. Sind wir uns eigentlich dessen bewusst, wie kostbar dieser Glaube an Jesus ist? Was das für ein Geschenk ist für uns, dass wir an Jesus glauben können? Das hat bleibenden Wert in unserem Leben. Ihm sollen wir nachjagen, sozusagen seinem Beispiel, diesem Siegespreis, diese himmlische Berufung, die sollen wir suchen. Viele sind eifrig im Sport, wenn man da in der Südstadt schaut, im Stadion, Sportzentrum, wie viele rennen dahin? Wie viele sind eifrig in den verschiedenen Sportarten, im Fitness? Alle sind darauf bedacht, sich fit zu halten, Jogging, Walking, Radfahren, was alles noch da für Möglichkeiten bestehen. Man möchte fit sein, man möchte ja den Siegespreis, ja, man möchte ja sozusagen gewinnen, gerade die Sportler, die Profisportler. Jeder möchte einmal eine Goldmedaille gewinnen oder zumindest einmal da oben stehen, ganz vorn. Aber was ist das im Vergleich zu dem, was Jesus uns schenkt, was der Vater im Himmel uns schenkt in seinem Sohn?
das ewige Leben, das Heil, das wahre Glück. Sucht zuerst das Reich Gottes, seine Gerechtigkeit, sagt Jesus, dann wird euch alles andere dazugegeben. Ja, jagen wir dem Herrn nach sozusagen. Lassen wir uns anstecken vom Apostel Paulus, der brennt in seiner Liebe zu Christus und zu den Menschen, weil er erkannt hat, nur Jesus schenkt das wahre Glück, das wahre Leben. Er schenkt die wahre Freiheit und die Fülle des Heils. Amen.